Hi! Heute zeigen wir euch, wie ihr selbst ein Klinkenkabel bauen könnt. So, dann fangen wir an, das Kabel vorzubereiten. Das ist ein ganz normales Mikrofonkabel. Da müssen wir erstmal außen den Mantel entfernen. Dann tun wir den Kupferschirm ein bisschen auf die Seite, der da eingelegt ist. Und drehen den gleich ein wenig zusammen. Die Stofffäden, die mit eingelegt sind, die kann man einfach abschneiden, dann gehen die nicht im Weg um. Und dann müssen wir noch die anderen zwei Leitungen abisolieren. Den Arm ein bisschen zusammendrehen. So, dann ist eure Leitung vorbereitet. So, und dann bereiten wir den Stecker vor. Da werden wir schon mal an die zwei Pole etwas Lötzinn auftragen. Das gleiche machen wir dann auch am Kabel. An den Stellen, die verlötet werden, tragen wir da auch schon mal ein bisschen Lötzinn auf. Und da es ein Monostecker ist, werden der Schirm und der Minuspol zusammengebrückt. Das machen wir schon mal vorher. So, als nächsten Schritt verbinden wir das Kabel und den Stecker. Da müssen wir vorher von dem Stecker die Schraubtülle über das Kabel schieben. Und dann können wir ihn auch schon anlöten. So, dann können wir den Stecker zusammenschrauben. Dazu müssen wir erst die Zugentlastung über das Kabel schieben. Schauen, dass hinten die sauber auf dem Mantel sitzt. Das Ganze in die Tülle einführen. Und zuschauen.